Yoshi, yeah. Yoshi ist der Mann. Das ist auch dein erstes Mal. Guten Morgen, Freunde, zum wahrscheinlich letzten Take aus diesem Vlog. Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ich habe hier gedacht, dass es noch in den letzten Vlog reinkommt, habe es aber dann doch erst in diesen hier reingeschnitten, weil das einfach mehr Sinn macht. Ich habe aber auch dementsprechend vergessen, ein Intro für den Vlog aufzunehmen. Das heißt, herzlich willkommen, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken. Danke fürs Einschalten und ja, let's go. Wir haben gerade Freitag, also heute ist eigentlich der Aufbautag, aber wir sind jetzt noch essen. Nicht in der Gruppe, sondern nur die, die es pünktlich zum Essen geschafft haben. Wir sind hier bei My Old Dutch. Oh, du da auch dabei. Und ja, wir essen jetzt hier irgendwas auf Lock. Das ist so ein Pancake-Laden. Das ist doch mal ein Frühstück. Boah. Aber ich konnte, also... Das kommt lustiger. Das zum Frühstück ist hart. So, wir testen aus. Pfefferchips. Für alle, die das nicht kennen, ihr habt verpasst was. Oh! Rettet die Laktase-Tabletten. Ein Laktose-Bier. Oh, die schmecken wie eine 10 von 10. 10 von 10? Aber so ist 10 von 10. Das ist warm. Alright, Freunde, der Solo-Travel-Grind geht weiter. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis Call-Time am Store ist, bis sich da alle Teams versammeln. Und in der Zeit habe ich gedacht, treffe ich jetzt einfach mal rüber zu Stussy. Ich war gestern schon mal da, aber die Schlange war wirklich absolut viel zu groß. Und das wollte ich noch hier in den Blog einbauen, dass ich wenigstens da einmal irgendwie reinkomme oder so. Wir haben jetzt gerade 11 Uhr, 11.30 Uhr. Der Laden hat vor einer halben Stunde aufgemacht, deshalb weiß ich nicht, ob da jetzt schon so viel los sein wird, weil es halt auch noch, ja okay, relativ früh nicht, aber mehr oder weniger früh ist. Wir haben jetzt Freitag. Ich hoffe, ich komme jetzt direkt rein, das wäre schon sehr, sehr nice. Ansonsten, ja, gehen wir jetzt noch ein bisschen durch Soho, gucken, was hier so geht und, ja. So stressig, wie auch immer das ist, ne, ist hier immer ein bisschen schwer, das so zu balancieren zwischen... Dass man schon guckt, dass wir den ganzen Content reinbekommen für die Socials von Provision. Aber halt auch, dass ich Content für euch gebacken bekomme. Aber es macht wirklich ultra Spaß zu vloggen. Auch das Feedback in den Kommentaren immer sehr nice. Da vorne sollte jetzt gleich schon der Store sein. Ja. Aus meinem Plan, kurz zu Stussy zu laufen, ist nichts geworden. Ich musste mich auf eine Liste eintragen, dass ich da reingehen kann. Das ist zu crazy. Ich habe mir jetzt überlegt, Supreme anstehen. Weiß ich auch nicht, ob das was wird, weil es halt... echt arg lange dauert, glaube ich, bis man da reinkommt. Ich try es jetzt, wenn ich nicht reinkomme, dann ist es halt so. Ja, kleines L an der Stelle, weil die Schlange ist for real todeslang. Aber hier gibt es auch sonst nichts, was man so jetzt noch checken könnte. Deshalb stelle ich mich dort einfach an und dann gucken wir mal. Schlange 1 von 2, weil vorne ist noch eine. Kurzes Fazit im Store. Also ich glaube, das war der wackste Supreme Store, in dem ich bisher so war. Supreme Store sind eigentlich immer ganz cool, weil da auch irgendwie so ein cooler, großer Skater-Vibe ist. Keine Ahnung, wie ich beschreiben soll. Ich weiß nicht, ob ihr das führt. Also alle Leute, die schon mal in Supreme Stores waren, das hatte ich da gar nicht. Das war einfach in irgendeinem Basement. Also man kann da leider nie drin filmen, sonst hätte ich euch gezeigt. Aber das war einfach in so einer Art Keller. Man steigt da so eine Treppe runter und dann stehen da so ein paar Racks mit einer, ich weiß nicht, nicht so nice Auswahl dafür, dass wir, ja, keine Ahnung. Hab mich nicht abgeholt, muss ich sagen. Geh jetzt zurück zum Store. Da sind wir jetzt Call-Time. Und dann wird gearbeitet, wird mal los. Aber ich hole mir noch einen Kaffee, glaube ich. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass mein Slot in der Stussy-Schlange jetzt frei ist. Dass ich jetzt da hingehen kann, mich mehr oder weniger nochmal anstellen kann. Das machen wir jetzt. Ich bin richtig gespannt, wie der Store ist. Ich war selber noch nie im London Store. Obwohl ich tatsächlich so ein Stussy Exclusive sogar von London habe, weil mir das eine Freundin das mal mitgebracht hat. Auf Korrekt. Ja, wir werden sehen. Erstes Mal im Stussy London Store. Bin sehr hyped. Vielleicht haben die sogar Exclusives. Ich brauche eigentlich gar kein Exclusive auf London, weil ich habe halt wie gesagt schon eins. Deshalb würde ich einfach gucken, ob die normale Sachen dort haben. Weil das in der aktuellen Stussy-Kollektion nur ein paar Sachen gibt, die ich wirklich hart finde. Also im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr war auch crazy bei Stussy. Aber ist irgendwie bisher das Jahr jetzt nicht so crazy verlaufen. Das checken wir jetzt aus. Hier wird fleißig aufgebaut. Das Ganze nimmt langsam Gestalt an. Hier vorne baut das Team gerade so eine kleine Foto-Influencer-Ecke rauf. Hier haben wir auch ganz viele Möbel geleast für einen verrückten Preis. Mal gucken, wie das Ganze wird. Und ach, draußen. Hier wird auch gerade die Fensterscheibe geklebt mit so einem kleinen Abzieh, Dranzieh-Schriftzug. Ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Da bin ich echt mal gespannt. Das Ganze nimmt jetzt wirklich Gestalt an. Ich glaube, es dauert aber auch noch mal gute 3-4 Stunden, bis das Ganze komplett fertig ist. Ja, mal gucken. Wir befinden uns gerade mit der kompletten Crew bei Shake Shake. Es ist mein erstes Mal, dass ich hier esse. Mir wurde schon von einigen Leuten gesagt, dass es sehr, sehr gut ist. Mir wurde aber auch gerade schon gesagt, dass ich schon verkackt habe, weil ich keinen Milchshake bestellt habe. Aber ich bin gar nicht der Milchshake-Guy. Ist es auch dein erstes Mal?
Ich habe auch kein Milchshake, ich habe Wasser, what the fuck, Wasser reicht. Ist das dein erstes Mal? Das war erstmal, ja. Wenn ich hier wohl erinnert. Ich weiß auch, ob man das sagen darf, aber entjungfern. Wir werden das jetzt testen. Ich mag Burger sehr gerne. Wir sind alle sehr gut drauf. Wir haben den Store heute fertig gebaut. Das konnte ich halt nicht so viel filmen, weil ich währenddessen immer sehr viel unterwegs war. Wir haben heute Fitpics gemacht. Wir haben heute Content einfach sehr viel gemacht. Trotzdem zeige ich jetzt den Store natürlich morgen. War ein sehr, sehr nicer Tag. Morgens der Store-Tag, lieber morgens ein Chill-Tag. Ja, wir gehen rein. Ich hatte ein Wasser. Also Freunde, Essen ist da. Shake, shake. Wir haben uns noch einen Cheeseburger, wir haben uns noch einen Milchshake dazu bestellt. Ansonsten, ja. Alle meinten, hier ist crazy, Milchshake ist crazy. So, alles am Start. Wir gehen jetzt rein. Gleich gibt's ein Fazit. Zusammen. Wie ein Pärchen. Das bist du nah. Lass mal bitte. Doch nicht. Ich will erst deine Reaktion sehen. Sag du? Ist mit. Also, ehrlich. Das ist so der normalste Milchshake, glaube ich. Ich schwöre. Irgendwie ich McDonald's ein bisschen mehr. Okay, Freunde, wir haben ja alles am Essen. Wir essen das jetzt und dann gibt's ein Fazit. Also Freunde, abschließendes Fazit, 6 von 10. Also der Milchshake, der hat mich, wie gesagt, nicht so wirklich überzeugt, wie ein normaler Milchshake. Die Burger waren nice, muss man sagen. Die Patties waren ein bisschen zu trocken, ein bisschen zu bissfest. Soßen waren cool. Pommes auch cool, waren so curly fries und einfach nur ein bisschen zu viel. All in all, 6 bis 7 von 10, auch für den Preis. Also man zahlt hier für den Burger schon so 8 bis 9 Pfund. Das sind ja dann, was ist, 11, 12 Euro oder so. Weiß ich nicht. Mein Call. Was sagst du? Ich sag auch, es ist eine 6,5. Für Fastfood gut. Ja. Also, Intro kommt. Ach, guten Morgen, Freunde. Wir haben Tag des Pop-Up-Stores. Und gestern war noch so ein bisschen mulmige Stimmung, wie das hier ganz ablaufen wird. Heute Morgen sieht die Schlange so aus. Hier sind ernst viele Leute. Das geht auch um die Ecke. Mal gucken, wie das Ganze wird. Ich muss jetzt noch ein bisschen Content fertig machen. Ich mache eine kleine Roomtour. Eigentlich kann ich euch erstmal eine Roomtour geben. Also, man kommt dort rein. Und dann haben wir hier erstmal so eine kleine Fotoecke, auch mit Designermöbeln. Ich weiß leider gar nicht mehr den Designer genau, die wir aber quasi geleased haben für den Pop-Up-Store, auch hier mit den zwei Tischen. Dann hier so eine Fotowand. Da wurde gestern einmal alles aufgehängt. Und ich habe es tatsächlich auch drauf geschafft. Ich bin relevant genug. Da bin ich. Made it. Dann haben wir hier einmal alle Klamotten. Ich meine, ihr kennt jetzt mittlerweile schon einmal das orangene, einmal den orangen Colorway. Braun, grün, was ich auch heute anhabe. Hier gibt es, by the way, auch Umkleiden. Die hatten wir in Köln nicht. Dann einmal das ganz normale weiße Tee. Den so hellgrauen Colorway. Dunkelgrau, schwarzen Colorway. Die Tanktops und die vier Denim Colorways. Dann haben wir hier Socken, Boxershorts. Das war ein Ganze hier auf diesen drei Säulen Porträt. Hier haben wir einen der zwei Männer der Stunde. Abgesehen von den ganzen Klamotten haben wir natürlich auch noch hier einmal das Pult zum Bezahlen. Euer Kassierer heute. Bist du Kassierer? Ja. Na, die Fans, Alter. Okay, mit dem Kassierer. Hier auch Wasser for free, oder? Oh ja. Okay. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch hier ein DJ-Pult. Mehrere Künstler, glaube ich, heute sogar. Heute auflegen werden. Plus hier im Store haben wir auch noch einen Tooth Gem Artist. Also ich glaube, das kennen bestimmt einige von euch. Da kriegt man hier auf den Zahn so, ja, so kleine Gems. Das ist ganz cool. Für mich ist das ehrlich gesagt nichts, weil ich meine Zähne schon so clean halten möchte. Und zu aller guter Letzt haben wir hier dann noch die Schmucksachen ausgestellt. Die Ringe. Das wird wahrscheinlich noch später gemacht. Plus hier dieses kleine Artwork. Alles sehr, sehr cool. Und ja, Freunde, das ist der Store. So sieht der Lachs aus. Am Sonntag. Richtig. Ich muss noch Auto aufnehmen. Der Store hat jetzt offiziell eröffnet. Hier ist wirklich viel los, also wir haben davor eine dicke Schlange. Und da hinten geht die Schlange noch weiter. Wir müssen das nämlich hier so mäßig in zwei aufteilen, wie bei Supreme. Weil echt viele Leute gekommen sind. Ich glaube, die ersten 150 Freepieces sind auf jeden Fall schon mal ausgeschöpft. 1 bis 10 Stimmung? Boah, gute 8, gutes Wetter, T-Shirt-Wetter. T-Shirt-Wetter. Alle gut drauf und hier Q. QD, klingelt alles gut, DJ, die Leute haben Spaß. Es läuft gut, es läuft echt gut. Ja, Freunde, der Store geht's los. Ich versuche immer mal wieder ein bisschen so Zwischenstände einzubauen, weil ich glaube, hier habe ich auf jeden Fall viel mehr Zeit auch zu reden, also in die Kamera zu reden und so. Weil hier nicht, also hier ist schon eine relativ große Belagerung dafür, dass wir in London sind. Aber sie ist nicht so groß wie in Köln. Der Block wird cool. Der Block wird sehr cool. An Schlange Part 2 stellen sich mittlerweile wirklich schon einfach irgendwelche Laufkundschaft-Leute an, die basically die Brand gar nicht kennen und einfach kommen. Das ist echt
interessant zu sehen, wie das so im Ausland funktioniert. Wir haben halt auch echt eine super Lage. Also ihr seht hier links, rechts ist direkt Stussy, Supreme, alles. Da geht es direkt Richtung Chinatown. Also wir sind wirklich perfekt gelegen hier vom Store und hier tut sich wirklich einiges. Auch an der Stelle liebe Grüße an alle Deutschen, die ich hier treffe, die zufällig im Urlaub sind. Das ist crazy, wie viele von euch am Start. Wir machen weiter. Es bockt sehr. Es bockt sehr. Es ist eine sehr, sehr geile Atmosphäre hier. Was geht ab? Hi. Geil, was geht, Vlog? Ich mache jeden Tag jetzt ein holländisches Cameo. Weiß ich, was ich sagen soll. Sind Sie Vlogger? Ja! Ja, guck ihn doch hoch! Freunde, meint nicht, diese Kamera mein Gesicht ist gestoppt nun! Ich vlog jetzt, Leute. Wie? Joshi. Wie hat euch der Tag gefallen? Ja, war gut. War ganz cool? Was? Wie hat euch der Tag gefallen? Wie hat euch der Tag gefallen? Jetzt mal raus, ich geh jetzt ein auf den Sack. Das ist der Brand Owner. Ja, hallo, hallo, hallo. Ich hab mehr zu sagen als er. Spaß. Das ist Isaac Abi. Gang. Nice. Wer bist du? Wer bist du? Guten Mittag. Hey, kijk, ist noch ein Nederlands. Noch ein Nederlands, Junge. Kijk, man. Geweldig, die Owe. Taste test, machen wir Taste test. Taste test, Digga, sonst leer. Muss blöffeln. Happy Lemon rein hast. First impression? Sehr lecker. Sollte ich mit dem Vloggen anfangen? Ja, nein, schreibt mir in die Kommentare, gib Joshi ein Like. Peace. Okay, Freunde, guten Morgen. Wir haben Sonntag. Es ist der Tag nach der Afterparty. Ich bin noch immer ein bisschen neben der Spur. Nicht mal, weil ich irgendwie wasted oder so, sondern einfach, weil ich gestern noch bis 2 Uhr am Vlog geschnitten habe, den ihr hoffentlich alle am Sonntag sehen habt. Wir haben heute Sonntag. Ich habe jetzt aber noch eine Mission. Das ist nämlich der letzte Tag, den wir haben. Morgens Abreise. Ich möchte noch zu ein paar Stores, und zwar zu ein paar Vintage-Stores. Ich war schon in Seoul unterwegs, habe mir so da die üblichen Sachen angeguckt. Dover Street Market, Stussy, den ganzen Kram. Aber ich war noch nicht so in den ganzen Vintage-Läden, die hier auch sind. Ich weiß nicht genau, wie der Stadtteil heißt, aber ich glaube, da waren wir auch schon mal bei dem Shooting. Ich habe nämlich gestern auf der Party noch mit Kay und Maria geredet. Die Berufe dachte, die werden das eh nicht mehr sehen. Zwei Londoner Creator und die haben mir da ein paar Stores gezeigt, die ich mal abchecken soll. Da fahre ich jetzt hin. Später sind wir dann noch in Soho verabredet mit Kingston und Daniel und maybe auch Alex, um Fotos zu machen oder generell Content zu shooten. Das ist hier der letzte Tag, den wir jetzt hier noch alle so ein bisschen genießen, mehr oder weniger. Ich will den schon noch produktiv nutzen, weil London auch echt eine Stadt ist, wo man schon gute Content machen kann, würde ich sagen. Das ist der Plan. Wir fahren da hin. Ich habe auf der Kamera auch leider nicht mehr so viel Akku, weil ich über Nacht nicht aufladen konnte. Das heißt, es gibt eventuell noch welche auf ein paar Handyaufnahmen. Wir gehen rein. Let's go. Ich bin angekommen, da wo ich hin wollte, und ich bin einfach auf dem kompletten Flohmarkt gelandet. Also hier, oder Vintage Market, hier in die Richtung. Und hier in die Richtung geht's durch. Keine Ahnung, ich check das jetzt mal aus. Ich glaube, der Store, wo ich nämlich rein wollte, hat noch gar nicht offen. Aber cooler Zufall, weil die Stände hier sehen echt cool aus. Ich bin auch generell jemand, der sehr gerne auf Flohmärkte geht, aber halt nur im Ausland. Ich finde irgendwie, auf deutschen Flohmärkten findet man nie was Gutes, nur im Ausland. Vielleicht ist das aber auch noch Film. Und ich habe gar keine Karte dabei. Na, ich kann eh nichts kaufen. Aber gucken schadet ja trotzdem nicht. Ich glaube, hier gibt es echt ein paar coole Sachen so zum Anschauen einfach. Ich weiß nicht, was es ist, aber es schmeckt todeslecker. Da ist so Feta, Käse und Spinat drin. Und ich mag eigentlich keinen Spinat. You got your own TV? It's YouTube. YouTube? What's your name? Joshi KS. Joshi KS. Is he on now? Yeah. Joshi. Yeah. Joshi is the man. Brick Klein. Look, he's the man. He's having a... My brother, Dad. Respect. Bro, respect. Enjoy lunch or whatever you call it. Enjoy it. But you're in the Brick Klein. You tell everyone the Brick Klein? Yeah, I was showing them like the vintage stores. Vintage, yeah, of course. Yeah. Is that your friend? Say hello to YouTube. Here we go, here we hello. Go. Hello. My brother, you see? We're making famous now, you see? Yeah. Make sure you're pay me, maker. Yeah? Okay, Freunde, mein kleiner Ausflug nach hier, wo ist das Brick Lane? Also ich hoffe, es ist Brick Lane, ansonsten soll ich hier die ganze Zeit im Aufwald. Aber mein kleiner Ausflug ist vorbei. Ich war jetzt wieder zurückkomme ins Hotel. War aber sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also ich glaube, wenn ich nochmal nach London komme, will ich hier auf jeden Fall einen kompletten Tag verbringen. Weil hier gibt es cooles Essen, hier gibt es coole Läden, hier gibt es
generell sehr viel zu sehen, weil hier halt auch echt relativ viele verschiedene Kulturen, glaube ich, aufeinander treffen, habe ich das Gefühl zumindest. Und das ist echt sehr nice, mal auszuchecken. Ich fahre jetzt hier mit meinem Bike wieder heim. Das hier, die Dinger fahre ich echt viel zu oft, Loki. Geht einfach erstens schneller, als jetzt mit der Bahn zu fahren und ist, glaube ich, sogar zweitens günstiger. Und deshalb machen wir das jetzt. Let's go. Freunde, wir machen jetzt noch eine Fahrradtour zum Abschluss. Es wird lustig. Lass mal unser Essen holen. Ich hab was Sonntag. Grown-ass man. Wir haben es wirklich geschafft. Wir sind am Buckingham Palace angekommen. Und das ist ein Traum von mir, mehr oder weniger. Einmal hier die Jungs zu sehen. Seht ihr den? Ich habe so Respekt vor denen, vor deren Dedication, das ist übelst krank. Übelst krank. Die stehen hier, egal welches Wetter ist, stehen die da und rühren sich nicht von der Stelle und beobachten alles und gucken, dass nichts passiert. Crazy. Und das ist, by the way, unsere Gang, unsere Fahrradgang. Freunde, bitte entschuldigt mein Aussehen hier in dem Auto. Lange Geschichte. Ihr werdet im nächsten Vlog sehen, warum ich jetzt hier gerade in einem random Hotel am Flughafen in London sitze. Ich hoffe aber, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Ich fand London war eine wirklich sehr, sehr nice Experience. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe auch ein paar neue Leute kennengelernt, was wirklich sehr nice war. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, damit die folgenden Vlogs nicht mehr verpasst. Und schreibt einen netten Kommentar. Schreibt gerne rein, was euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Passt auf euch auf und haut rein.